Nach einem feuchtfröhlichen Kegelabend kann es ja passieren, dass man so um seine eigene Achse pendelt. Die Stabilität lässt zu wünschen übrig und der Spurhalteassistent ist im Energiesparmodus. Und genau das kann den Pendelachsen von Gigant nicht passieren. Und daher kommen die immer dann zum Einsatz, wenn es um eine möglichst stabile Fahrweise für sehr schwere und sperrige Güter in äußerst schwierigem Gelände geht. Wenn also mal so ein richtiger Kaventsmann zum Kunden muss und dessen Ladung möglichst gleichmäßig auf der Ladefläche verteilt sein muss, denken wir an Windräder oder einen schweren Dumper für den Steinbruch, dann braucht es Achsen, die das oft sehr holprige Gelände sowohl in Fahrtrichtung als auch nach rechts und links ausgleichen. Dann braucht es Pendelachsen von Gigant. Die Pendelachse gehört zur Familie der Einzelradaufhängungen und hat immer mindestens zwei Reifen pro Einzelachse pro Fahrzeugseite. Die Reifen sind durch ein sehr kurzes Achsrohr miteinander verbunden und haben mittig in Fahrtrichtung einen Drehpunkt, wobei der Pendelwinkel nach rechts und links bis zu 25 Grad beträgt. Die Anbindung an das Fahrgestell erfolgt mit einer Art Kniegelenk mit einem Oberschenkel und einem Unterschenkel. Der Oberschenkel ist am Langträger verschraubt und am Ende des Unterschenkels die Pendelachse und dazwischen arbeitet die hochpräzise hydraulische Federung mit einem Gesamthub von bis zu 650 mm. So können hochbeinig Hindernisse überwunden oder flunderflach Ladung aufgenommen werden. Und wie das im richtigen Leben im Einsatz aussieht, werden wir uns auch zeitnah anschauen.